So, wo muss ich mit... Nein, 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 was machst du denn da? Es rastet aus. Es hat die Tür einfach zugemacht. Oh, Gottes Willen. Oh. Ah, ah, was macht ihr? Was macht ihr mit mir? Weg mal durchgefahren. Oh shit, das ist pures Chaos hier. Oh, es ist raus. Sehr gut. Toll. Ja, hallöche Freunde der guten Laune, der besten Unterhaltung und damit auch gleichzeitig frohe Weihnachten, ein frohes Fest. Ich hoffe, ihr wurdet reichlich beschenkt. Ich hoffe, ihr habt euch schön die Bäuchlein vollgeschlagen und ich hoffe, ihr konntet eine schöne, ruhige, angenehme Zeit mit euren Liebsten verbringen. Und auch damit, hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zum Airport Sim, ein kleinen Weihnachtsspecial. Ihr seht's nämlich schon, hier kam nämlich ein kleines DC-Tage raus, wo es ein Weihnachtsspecial gibt. Und passt es zu Weihnachten, jetzt hier vom Datum, hier beim Airport gesehen, am 23.12. haben wir ein kleines Weihnachtsspecial und das gucken wir uns einfach mal ganz gemütlich an. Es schneit, überall ist so ein bisschen ein Hauch von Weihnachten und wir haben folgende Aufgaben oder folgende Mission im Betrieb. Wir haben eine Maschine von Warschau aus, einmal von Oslo, dann Abflüge zum Nordpol, nach Oslo und nach Warschau. Das gucken wir uns alles mal irgendwie an. Als allererstes, keine Ahnung, der Betrieb für mich ganz oben zählt erst einmal, ist die Landung eines Flugzeugs um 11:07 Uhr. So viel erst einmal dazu. Ich würde mal sagen, das machen wir erst einmal. So, wenn das wir hier warten, können wir mal gucken, ob wir den Nordpol hier irgendwie miteinander verbinden können. Dazu brauchen wir eigentlich hier nur die GPU. Wir könnten aber auch die mal probieren. Wie gesagt, ich weiß immer nicht, ob man mehrere Missionen auf einmal schon spielen kann. Probieren wir es einfach mal. What the fuck? Was war das denn? Haben wir einen schönen U-Turn gemacht. Das ist aber auch ein kleines Fahrzeug. So, also nochmal. Oder wir rutschen hier auf dem Schnee schon so ein bisschen aus. Kann natürlich auch so ein bisschen sein. Also wie gesagt, Stammplatz Nummer 7 ist hier vorne. Verbinde die GPU mit dem Flugzeug am Stammplatz Nummer 7. Müsste eigentlich das wirklich gewesen sein. Wir gucken aber nochmal. Wir fahren mal kurz dahin. Weil ich weiß immer nicht, ob man es so chronologisch macht, ob man es wirklich von oben nach unten abarbeitet. Wir können es ja gerne trotz all dem mal probieren. Vielleicht haben wir ja irgendwie eine kleine Möglichkeit. Auf alle Fälle war es der Stammplatz Nummer 7 gewesen. Setzen uns jetzt mal hier ab. So, bleiben mal ganz kurz hier so stehen. Okidoki. So, hier war ja irgendwo die Möglichkeit, das GPU anzuschließen. Hier vorne, wa? Jo, hier kommt man. Hier schießt man die GPU an. Muss noch irgendwas machen? Nö. So, bei dem weiß ich es immer nicht so genau, aber ich glaube, das kriegen wir auch einigermaßen hin. Ich glaube, so schwer war das gar nicht. So, einmal hier verbunden, dann müssen wir einmal hier nach... Hier war es, glaube ich, gewesen, genau. Jetzt sollen wir einmal... Das an... gedrückt halten. Okay. Engine Power. Müssen wir sonst noch was hier drücken? Circuit. Wahrscheinlich Run. Sieht irgendwie gut aus, wenn wir Run drücken. So, müssen wir jetzt noch irgendwas signalisieren? Hilfstriebwerk mussten wir ja immer machen, wa? Die GPU muss angeschlossen sein, aber ist sie doch. Oh, ich höre gerade, unser Flugzeug kommt schon. Na, okay, gut. Emergency Stop hier nicht. Okay, du. Ich schalte erstmal aus. Kann ja gut sein. Vielleicht wirklich von oben nach unten abarbeiten. So, unser Flugzeug war wahrscheinlich hier irgendwo gerade gewesen. Auf jeden Fall habe ich schon mal gehört, dass es gelandet ist. Also gehen wir halt einfach nochmal hier nach oben. Drücken hierauf. Landung.
11:07 Uhr. Wir können mal probieren, ob man die Brücke wenigstens verbinden kann, ob das irgendwie möglich ist. Nee, okay, also irgendwie können wir auch nicht mal das hier drehen. Keine Ahnung. Licht an. Steuerelemente. Genau, absenken, aber eigentlich können wir noch weiter die Kabine drehen. Also irgendwie läuft die gerade was ganz komisch. Ist jetzt aber die Vorderachse so ein bisschen drin, da passiert jetzt auch nicht viel. Na gut. Okay. Jo, lassen wir einfach mal so. Ich glaube, das Flugzeug müsste eh gleich da sein. Oh, ist schon da, wa? Da ist es auch schon. Yeah! So, jetzt müssen wir Marshalling betreiben hier. Also wir müssen das Flugzeug hier einweisen, damit es hier vorne zum Stehen kommt. Einmal hier komplett rum. Hier lang, mein Freund. Da, 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 da. Oh. Ausrichten. So, jetzt kannst du dich ein bisschen beeilen hier. Wir müssen uns gleich ein paar Kegel schnappen, ein paar Keile. Damit wir den jetzt erstmal hier sichern können. Den Bypass müssen wir setzen. Und komm mal hier zum Stehen. Perfekt. So, okay, dann beeilen wir uns mal. Kegel waren hier. Nehmen wir uns mal hier ein paar. Dann setzen wir hier einen ein. Hier. Aufheben. So, wir müssten aber ganz kurz mal im Tablet noch was verstellen. So, sicheren Bereich ab. So. Dann brauchen wir noch zwei Kegel. Einmal hier. Hier. Den können wir mal aufnehmen. Hier. Sechse. Kommt doch einer hin. Sieme. Und der war noch nicht so gut geschlägt. Ha. Ha. Aufheben. Ah. So. Und zack, haben wir. Die Unterlegskeile müssen wir auch noch mitnehmen. Oh. So, einmal hinlegen. Vorne. Hinten. Hinten. Und den Bypass müssen wir natürlich jetzt auch noch mal einsetzen. Der kommt hier vorne hin. Bei der Vorderachse muss man ein bisschen suchen und fummeln. Gut, GPU verbinden. Da haben wir schon ein bisschen was vorbereitet. Den müssten wir jetzt hier nur miteinander verbinden. Ah, Verbindung ist schon vorhanden. Mal gucken, ob wir es richtig schnell hinbekommen. Okay. Gucken, die GPU können wir schon mal öffnen. Kam die GPU hin? Einfach gerade sagen, die kam ja hier hin. Dann können wir uns das hier schnappen. Anschließen. Zack. Zack. Da müssen wir, glaube ich, die 15 Sekunden noch kurz warten. Der Motor muss, glaube ich, erstmal anlaufen. Dann können wir schon mal alles hier rausnehmen. Ist eigentlich überhaupt Gepäck da? Ach, ist gar kein Gepäck da, wa? Okay. So, wunderbar. Tablet wollte ich jetzt nicht aufmachen. Wir müssen nämlich unserem Bodenpersonal Bescheid sagen. Ach nee, hier.
der Crew Bescheid geben, dass wir hier es angeschlossen haben. So, Ladeluken geöffnet haben wir. Nehmen Sie Gepäck aus dem vorderen Gepäckraum. Oh, so viel Gepäck ist... Oh! Ach du meine Güte, da sind ja Geschenke drin. Wie süß ist das denn? Oh mein Gott. Okay. Oh, das ist ja süß gemacht. Ich hoffe, euch hört nicht die Weihnachtsmusik nebenbei, aber ich finde, das ist gerade so passend. Gute Frage, nächste Frage. Nehmen wir den hier? Den nehmen wir, wa? Oh, schon mal ein bisschen anheben. Oh, aber so viel Gepäck hatte ich ja noch nie gehabt. Muss aber ein bisschen gucken, ein bisschen runter. Boah, das sieht aber ganz gut aus. Schalten wir, warte mal ganz kurz, wo war einschalten gewesen? Aktivieren. Die Richtung war, ist in Ordnung. Können wir eigentlich so einen kleinen Wagen da runterstellen? Das wäre auch lustig. Halt trennen bitte. Dann brauchen wir noch so ein Körbchen. Das ist eine gute Frage, ob wir... Wo haben wir die ganzen Körbchen hier? Oh, wir rutschen wirklich hier im Stehen. Ist ja krass gemacht. Körbchen, Körbchen, Körbchen. Die müssen wir jetzt auch noch holen. Oh, hier sind auf alle Fälle ein paar. So. Einmal verbinden. Ah. Kommt. Scheiße. Was hab ich denn gemacht? Hoppala. So. Verbindung trennen. So, also nochmal von vorne. Schnappen wir uns mal hier. Hier verbinden. Kurz mal ein bisschen vorfahren. Wir nehmen uns nämlich jetzt gleich schon mal zwei Körbchen hier raus. Sogar überlegen, ob wir gleich drei mitnehmen oder wenn nicht sogar noch mehr. Hier verbinden. Na komm, wir nehmen uns mal ein bisschen mehr. Ich glaube, wir brauchen das alles. Oh, da sind viele Geschenke dabei. Hier einmal verbinden. Und verbinden. Wunderbar. Du, einfach du vorher. Man weiß ja immer nie. Sowieso, bei der Länge ist gar nicht mal so verkehrt, weil wir müssen ja auch noch vorne ausladen. Deshalb könnten wir jetzt mit dem Wagen versuchen, bis zum hinteren Band zu fahren. Dann kann man von beiden Seiten eigentlich ohne große Umwege. Das ist nicht so wie gedacht, aber egal. Boah. Geschenke überall. Ich hab bei manchen Videos schon gesehen, manche machen das wirklich akkurat. Die stapeln das so richtig übereinander. Bleibt uns natürlich keine Zeit. Müssen natürlich hier richtig schön voll reinhauen. Arbeitgeber erwartet das so von mir. Dafür wurde ich ja eingestellt. Jetzt zack, zack, zack gehen. Oh, hoppla. So. Oh, aber immerhin ist der hintere Bereich ist der mit den meisten Gepäckstücken. Sieht bestimmt jetzt da unten schon chaotisch aus.
Boah, aber was natürlich auch wirklich sehr cool gemacht ist, ist, ihr seht ja jetzt schon mal hier, so viel Gepäck habe ich noch nie gehabt. Das war jetzt nur ein Abteil mit 32 Gepäckstücken. Dementsprechend können dann auch, jetzt wenn man es einfach mal verdoppelt, 64, denn auf der anderen Seite wären es dann 44, also über 100 Gepäckstücke. Also das ist quasi auch der Realität sehr nah. Macht nicht einfach nur 10 Gepäckstücke, wie man am Anfang immer gesehen hatte, wo man dachte, okay, war es vielleicht gewesen. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, aber in Sachen Realität wäre es natürlich vom Vorteil, wenn man das der Realität, also dem Anzahl der Realität so ein bisschen macht. Ist es auch. Merkt man jetzt hier so ein bisschen, was hier alles auch reinpasst. Sieht wahrscheinlich richtig chaotisch aus. Jetzt hier Multiplayer, das wäre natürlich jetzt ein Träumchen. Also wir haben ja einen Multiplayer, aber ich meine jetzt einfach mal so, wenn wir jetzt ein Multiplayer wären, dann könnte unten jemand das einladen. Wenn ich sogar gar zwei. So. Ich glaube, da unten sieht es nämlich jetzt gerade schon ziemlich chaotisch aus. Jo. Sollte man erstmal hier runterlassen. So, manche haben es halt, wie gesagt, oh, akkurat gemacht. So. So. Natürlich lustig. Wir probieren es einfach mal. Wir machen es jetzt hier richtig akkurat. Tetris war nie mein Ding gewesen, wa? Das ist schon viel, wa? Was ist so überlegt? Aber ich finde es ehrlich gesagt jetzt gar nicht mal so verkehrt, weil, also wenn man es jetzt ein bisschen ordentlicher macht, denn es passt mehr rein. Also hätte ich jetzt wieder auf einen Haufen gemacht, hätte wahrscheinlich da 5, 6 Gepäckstücke nicht gepasst. Und wenn man erstmal diesen Schwung hat, geht es eigentlich relativ flott. So, da oben ruf. So, jetzt könnten wir sogar überlegen, ob wir es wagen hier oberhalb. Aber ich würde es jetzt nicht wagen. Das heißt, nee, warte mal, hoppala. Das wollte ich jetzt zum Beispiel hier nicht. Dient ja immer so ein bisschen als kleine Stütze. Schieben wir mal hier schön ran. Ja, das war auch wirklich nicht wenig gewesen, wenn man so mal anguckt. Wir haben gut zwei Wege schon voll bekommen. Na gut, war jetzt auch der Abteil gewesen mit den meisten Gepäckstücken. Ja, dann haben wir jetzt Anführungsstrichen nur 22. Ist denn schon ein bisschen mehr. So, bleibst du denn auch jetzt hier draußen? Drin meine ich? Oh, ich glaube schon. Ich hoffe mal. So, das machen wir auch mal runter. Dann holen wir mal. Obwohl, da können wir wahrscheinlich auch so schon ran. Probieren wir mal. Aber schnell ist denn hier auch nicht, wa? Weil wir so viel Gepäckstücken. So, kriegen wir die noch dazwischen. Naja, nicht ganz. So, muss ich mir doch mal kurz das Band holen. Weil hier hinten kam ich jetzt nicht mehr ran. Einmal hier. Hier. Oh, schön eingepackte Geschenke. Auch unterschiedlich groß, auch süß gemacht. Da, 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 da. So, letztes Gepäckstück auch hier. So, ich würde mal sagen, probieren wir es mal hier aus. Ich will jetzt die restlichen auch hier noch reinkriegen. Müsste eigentlich irgendwie auch noch klappen. So ein bisschen hier zwar quetschen. Was macht ihr? Was macht ihr mit mir? Oh Gott, das hat gehalten. Ein Glück. Was war das denn gewesen? Komm, das habe ich so schön gemacht. So. Dieser bleibt mir aber jetzt hier irgendwie heile, ja? Ach, warte mal, vielleicht wegen diesen, wegen den Kegel hier? Ist da irgendwas war? Da, 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 da. Und nun Open Slay. Schal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 a. Oh, es passt, glaube ich, noch alles rauf, wa? Nice! Oh ja, noch Maschine ist ja schon da.
Nämlich gerade einen Erfolg bekommen, weil... Oh, scheiße. Nein, 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 nein. So, leg ihn dahin, weil ich den anderen jetzt nicht geschafft habe. Wie schnell soll ich denn hier sein, mein Gott? Na, ist doch ein Schild. So. Packen wir jetzt einfach mal hier auf. Das muss schon irgendwie halten, ja. So. Oh, das sind noch mehr Gepäckstücke. Ach du Scheiße. Oh. Ja. Können wir die auch jetzt hier reinschmeißen, die jetzt noch ein bisschen überstehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wann soll ich denn das Boarding immer schaffen alles? Also alle Flugzeuge auf einmal kriege ich... Ach, da ist noch ein paar Gepäckstück. Das ist super. Das hat so viel Platz drin und ich mach das so. So, aber wir sollen erstmal mit der Treppe hier noch verbinden. Machen wir mal ganz fix. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also jetzt beim besten Willen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie ich es schaffen könnte, das hier ganz schnell abzufertigen und das andere abzufertigen. So schnell kann ich doch ja nicht sein. Ich hatte jetzt dafür gerade mal 15, 18 Minuten Zeit gehabt. Das ist ja nichts. So, ein bisschen gucken hier. Müsste eigentlich... Jo, lass mal kurz mal gucken. Wir müssen nämlich Stützen setzen. So, Verbindung ist gesetzt. Jetzt müssen wir nur hier vorne die Türen aufmachen. So, die kommen jetzt nämlich raus. Oh, Passagiertür müssen wir hier noch sichern. Den vergesse ich aber immer wieder. So, Passagiere aus Flugzeug. Währenddessen können wir ja mal ganz kurz gucken, dass wir das hier schon mal setzen. Oh, da ist die Karte. Da kommt's rein, wa? Ist jetzt so recht im Sinne? Und daraus, okay, also das heißt gleich das erste Türchen, sie muss wahrscheinlich irgendein Tor sein. Da rein zufällig. Ist voll daran vorbeigefahren oder was? Aber schön ist auch, das Spiel hat jetzt gerade arge Probleme, wahrscheinlich auch mit dem Schnee. Aber gut, wie gesagt, das ist ja auch immer noch ein kostenloses DLC, also vielleicht zwar nicht schön, aber ist immer ein kostenlos. So, hier jetzt oder was? Ja. So, wo muss ich ne... Nein, 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 was machst du denn da? Es rastet aus. Es hat die Tür einfach zugemacht. Oh Gottes Willen. Muss ich denn damit hin? Steck das einfach hier aus. Ja. Okay, da kommt was raus. Oh. Weg mal durchgefahren. Oh Gott, es ist purer Chaos hier. So schnell kann ich doch gar nicht sein. Oh, okay. 3, 2, 1. Oh shit, es ist pures Chaos hier. Oh, es ist raus. Sehr gut.
Toll. Okay, 4 waren wahrscheinlich doch zu viel gewesen, gerade für so einen kleinen Flughafen. Also ich glaube zu meinem... Wo müssen wir es jetzt eigentlich hinbringen? Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Das Band muss ja Richtung dem laufen. Nee, kann ich die Richtung nicht hier ändern? Also bei mir läuft jetzt, glaube ich, gerade schon jedes Band hier. Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt hier reinmachen möchte. Weil hier kommen die anscheinend raus, wa? Ach du Scheiße, das sieht aus wie Sau. Oh Gott, das sieht aus wie Sau. Ich nehme mal so ein Gepäckstück jetzt hier mit. Gut. Komme ich hier irgendwo raus? Perfekt. Oh Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Hier sind so viele Gepäckstücke noch. Okay, wir fahren jetzt einfach nochmal raus. Oh Gott, das liegt hier alles noch rum. Aufheben. Ach du Scheiße. Okay. Wir sammeln das jetzt hier noch fix auf. Ich will wenigstens das Flugzeug hier schaffen. Wenigstens das Flugzeug hier. Das muss Weihnachten noch mit sich bringen. Total kaputte Weihnachten. Okay, komm, wir singen alle ein schönes Weihnachtslied. Ja, und verzeiht, wenn das gerade hier alles so schnell gerade ist. Das ist wirklich das Problem. Ich denke mal, es wird mit den Schnee zusammenhängen. Ihr müsst nämlich wissen, Schnee gab es eigentlich Schnee vorher schon? Eigentlich schon, wa? Aber es kann gut sein, dass dieses DLC, das ist relativ neu, kostenlos DLC, das hat das Spiel von den Bewertungen ein bisschen heruntergezogen. Ich kann mir jetzt vorstellen, woran es vielleicht ein bisschen liegt, weil jetzt gibt es jetzt aktuell hier so ein paar Probleme. Das ist vielleicht so ein bisschen DLC geschuldet. So. Hier. Machen wir hier auch nochmal auf. Da packen wir auch hier hin. Boah, sieht aus wie Sau hier, ey. Gut, das ist natürlich jetzt, weil wir uns so schnell bewegen. Alter, ich bin so schnell. Da, als würde Flash gerade hier beim Airport arbeiten. Hier, Flugbodenpersonal. Flash als Flugbodenpersonal. Sag mal, ich renne ja nicht mal, wa? Das ist bei mir Rennen. Zack. Boah, kann man auch so machen. So. Aber ich muss sagen, es sieht jetzt schon mal ein bisschen besser aus. Machen wir hier mal auf. Aufheben. Boah, ey, scheiße, Alter. Das muss ich mir vorstellen. Ich habe schon für das Aufladen extrem lang gebraucht. Darf ich hier alles nochmal reinmachen? Und wir dürfen mal eins nicht vergessen. Ich darf gleich nochmal durch das Tor wieder fahren. Ah, toll. Ja, wie gesagt, es bleibt so bis die Frage auf dem 4 Wagen. Zu viel. Kann, wie gesagt, aber auch ein bisschen im Spiel liegen, weil das Tor auch dadurch, dass das Spiel jetzt gerade so eine kleine Macke hat, natürlich viel, viel schneller vielleicht auch zugeht. Feuerlöscher, okay. Gut, ich glaube, das Gröbste haben wir hier schon mal. So, versuchen hier richtig schön rauszuschießen. Nein, 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 nein. Schieß hier schön raus, schieß hier schön raus. Ja, geschafft. Gott, hier liegen überall Gepäckstücke rum. Uiuiuiui. So, ich glaube, hier können wir einmal rein. Nüpp. Ja, das wird lustig. Kann ich euch jetzt schon sagen. So, hier vorne, wa? Das wird jetzt schon lustig. Auch alle Gepäckstücke wirklich zu bekommen. Genau, hier rein. Angeblich dürfen wir nicht durchfahren. Machen wir trotzdem. Oh oh. So. Wunderbar. Verdammt. Oh, scheiße. Fröhliche Weihnachten. Oh Gott, das ist so wie richtig Slapstick-mäßig, ey. Oh, guter Wurf. Oh, guter Wurf.
Oh. Ey. Bei mir. Verdammt. Ist ein Basketballer vorbeigegangen. Verloren gegangen, so rum. Zack. Oh. Scheiße. Ach, der kriegt jetzt gerade jemand sein Geschenk nicht, wenn ich es weiter so mache. Aktuell gar nicht mal so verkehrt. Ja. Hier ist noch ein Koffer. Sehr gut. Können wir ja gleich so immer hier so reinwerfen. Also mit dem Geschenk passiert, glaube ich, nichts Großartiges, wa? Oh, außer dass man nicht treffen kann. Aber ich sag mal so, die kannst du da richtig so richtig reindonnern. Wie ein bekloppter Puff. Da passiert nichts. Die Geschenke sind geil. Geschenke, also gut. Das ist immer so eine Frage, wenn jemand das Geschenk dir bekommt und aufreißt, inwieweit das scheiß Teil hier noch intakt ist. Verdammt. Weil der zählt aber, wa? Jo, die zählen. Sehr gut. Die gehen nicht kaputt, wa? Die sind geil. Die Taschen sind wirklich geil. Also Geschenke sind geil. Jetzt natürlich auch versuchen, mir so gleich reinzufeuern. So. Oh. Hier. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen. Ah, gut, ach. Oh. So. Na gut, das meiste haben wir aber auch schon fast. Ich würde mal sagen, komm. Das machen wir mal kurz mal los. Fahren jetzt mal hier raus. Oh, wir nehmen noch die restlichen. Verdammte Scheiße. Ja, du, genau. Mach einfach so, mach einfach wieder zu. Durchgefahren, kannst du ruhig machen. Ich muss mal die restlichen Gepäckstücke mal gucken, ob wir noch alle bekommen. Das sieht ja aus, ey. Wie auf so ein Schlachtfeld. Eieieiei. Ah, wir müssen das Beste jetzt daraus machen. Ich noch mal kurz reingehen und gucken, ob hier auch wirklich alles dabei ist. Es müssten noch 20 Taschen ungefähr sein. Das Gröbste haben wir ja schon mal. Aber 20 Taschen insgesamt. Das habe ich natürlich nicht mitgezählt. Bisschen auf gut Glück. Oh. Packen wir noch hier so oberhalb noch welche rein. Könnten eigentlich hier nicht großartig rausfliegen. So. Der Weihnachtsmann versteckt hier noch ein paar Taschen. Ich glaube, das wird schon reichen. Oh, verdammt. Die sind aber auch rumgeflogen, ey. Heidewitzka. So, wir machen mal hier schon mal zu. Ich gehe mal kurz gucken. Ah, guck mal, hier. Da ist noch ein Geschenk. Ach, guck mal hier. Ich hab noch eins gefunden. So. Das sieht gut aus. Nö, das sieht eigentlich soweit gut aus. Außer die sind jetzt, über den ganzen Flugfeld irgendwie durchgeschossen. Aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Zu ist auch alles. Dann können wir wieder zurückfahren. Ah, kurz mal gucken, wegen so einem komischen Zeichen. Hier, wir fahren aber eine weiter. Hier beim Schneemann. Und hier rein. Weil von der anderen Seite stehen noch unsere anderen beiden Wegechen. Wie schaffe ich das denn immer? Dass ich da immer wieder irgendwo gegenkomme. So, einmal hier entlang. Ich glaube, das ist viel, viel besser geparkt.
So. So. Oh oh. Ich glaube, mir fehlt gleich einer. ...53 von 54. Mir fehlt einer. Ja, du, kann ja mal passieren. Hier. Ah! Ey, sag mal, nach so einem Chaos alles wieder hier zu finden, das ist natürlich gut. So, lobe ich. Verdammt, lobe ich mir das. Gut! Haben wir alle? Jetzt sollen wir das Flugzeug auch noch voll tanken. Ah, nee, das war schon nach Warschau gewesen. Okay, Doki. Ja, du. Okay. Echt doof gelaufen, muss ich echt mal sagen. Also, ich sehe hier leider noch immer bis dato noch nicht ganz durch, muss ich ehrlich sagen, gestehen. Ich weiß leider nicht, was mit dem Flugzeug nach Oslo ist. Ihr seht es ja hier, anweisen konnte ich es nicht. Wir können mal ganz kurz angucken, wo das genau ist. Leider ist natürlich jetzt das Spiel dezent ein bisschen hinüber, weil wir einfach sowas quasi wie Superkräfte haben. Weil guck mal, so laufe ich normal und so renne ich. Zack, zack. Ich bin ja hier super schnell. So, das ist da genau. Soll den hier auftanken. Und der wurde, glaube ich, jetzt hier, wenn wir uns mal angucken, auf der 3. Ne, ist ein bisschen weiter nach vorne. Hier vorne, genau. Die müssten wir jetzt quasi. Ja, also. Wir kriegen ja am Ende dann Punkte. Wie gesagt, ist schwer. Muss echt sagen, ein bisschen schwer. Manchmal, also. Also es bleibt ja so, wie es ist. Manche Aufgaben kriegen wir halt einfach nicht hin. Ich verstehe noch eins nicht. Und vielleicht könnt ihr mir da gerne weiterhelfen. Dann können wir uns gerne in der nächsten Folge angucken. Ist halt wirklich zum Beispiel Nordpol. Das ist ja zum Beispiel der Abflug Richtung Nordpol. Der sollte ja quasi um 10.50 Uhr den Servicebeginn starten. Wir sollten eigentlich GPU anschließen. Habe ich probiert. Ich habe schon mal probiert mit beiden Geräten. Und hat beides nicht funktioniert. Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir uns auch mal so ein bisschen nachrichten, dass es chronologisch ist. Ich habe da leider auch gar keine Ahnung. Falls ihr es irgendwie wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ja, wir sehen und hören uns einfach bei der nächsten Folge, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem schöne Weihnachten gehabt. Auch wenn ich eure ganzen Geschenke und Gepäckstücke durch die Gegend geschmissen habe. Das wird beim nächsten Mal auf alle Fälle besser. Bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. So, ich fliege jetzt hier einfach los. Oh. Scheiße. Oh, shit. Ich komme gar nicht mehr raus. Warte, kriege ich schon wieder hin. Oder Momento Powerball einfach von der anderen Seite ein bisschen mehr gegendrücken. Schiebt er sich schon wieder raus. So, und... Siehste?